Ja, und über dieses schockierende Video spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Völkerling. Jörg, was weiß man über dieses Video? Woher kommt es überhaupt? Das Video wurde von drei sächsischen Urlaubern der Daily Mail in Großbritannien zugespielt. Es entstand, wie im Beitrag zu hören war, am 30. März 2007, also gerade mal 6 Wochen, bevor Maddie verschwand. Die Urlauber waren damals im Rahmen einer Art Wettbewerb, einer Challenge eines Radiosenders in Portugal unterwegs. Ihre Aufgabe war es, einen Anhänger mit der Aufschrift "Der Trip deines Lebens" von Portugal nach Sachsen zu transportieren und dafür nur 10 Euro am Tag auszugeben, indem sie von anderen Van-Fahrern mitgenommen, angehängt werden. Und auf diesem Weg, Christian Brückner erfuhr offenbar von dieser Challenge durch einen Freund, und er war auf dem Weg von Praia da Luz nach Malaga, wo er sie dann am 30. März aufgenommen hat. Und dann auf einer 3-Stunden-Fahrt nach Almeria entstand dieses Video, bei dem man ihn scherzend und lachend und recht jugendlich sieht. Inwiefern kann dieses Video denn wichtig bei den Ermittlungen sein? Zum einen sehen wir jetzt zum ersten Mal Christian Brückner, damals 30, wie er aussah zur Tatzeit. Das kann natürlich für potenzielle Zeugen ein Umstand sein, der ihn jetzt einfach näher bringt, wen sie damals in Praia da Luz beim Ocean Club gesehen haben. Vielleicht erinnert sich jetzt einer konkreter. Zum anderen sehen wir, dass Christian Brückner diesen VW-Transporter schon viel früher als vom BKA angenommen in seinem Besitz hatte. Das BKA ging bisher von April, Mai 2007 aus. Es ging davon aus, dass er in diesem Transporter auch gelebt habe. Und in seinem Fahndungsaufruf von Anfang Juni war die Rede davon, dass es Hinweise gebe, dass er diesen Transporter auch zum Leichenabtransport von Maddie benutzt habe. Und all diese Fakten und auch diese jugendliche Art, die er da zeigt, wie leicht es ihm vielleicht auch war, auf Menschen zuzugehen. Und das könnte jetzt neue Zeugen einfach dazu bringen, sich zu melden. Die Touristen, die dieses Video aufgenommen haben, wurden ja bereits 2019 schon von der Polizei in Sachsen befragt. Wie lange wird hier denn inoffiziell schon ermittelt? Ja, wir hatten Anfang Juni dieses Jahres ja auch schon gehört, dass sein Mitbewohner in Augsburg, wo er ein anderes Fahrzeug, das für die Tat relevant ist, ein Jaguar abgestellt hatte, dass der auch schon im vergangenen Jahr vom BKA befragt worden ist. Inoffiziell laufen seit 2013 sogar schon die Ermittlungen gegen Christian Brückner. Damals gab es auch eine Polizeipanne in Niedersachsen. Es wurde also eine Zeugenladung an Christian Brückner, der damals wieder in Deutschland lebte, geschickt, mit der Betreffzeile Madeleine McCann, Vermisstensache. So war er also damals schon vorgewandt. Und es gab auch Zeugenaussagen vom Abend des Verschwindens von Maddie, wonach ein Mann, der so aussah wie Christian Brückner, dort gesehen worden war. Das versagte aber. Christian Brückner konnte dann wieder 2007 im Sommer nach Deutschland zurückkehren. Und was besonders brisant ist, Ende Mai 2007 findet sich in den Ermittlungsakten auch ein Hinweis, wonach jemand, ein Mädchen, auf das die Beschreibung von Madeleine passte, aus einem Transporter, einem VW-Transporter in Begleitung eines Mannes in Spanien gesehen habe. Das zeigt einfach, das passt einfach auch dazu, dass Christian Brückner, wie wir auf dem Video sehen, sehr viel gependelt ist, auch zwischen Portugal und Spanien und Deutschland. Jörg Völkerling, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen.